Ja, servus COH-Freunde. Wie schon in den COH-News angekündigt, werde ich jetzt das besagte Spiel gegen den mittlerweile gebannten Map-Hacker Charles Darwin casten. Ja, ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich hatte das schon mal gecastet, aus dem anderen Grund, einfach weil, nicht nur weil er zusätzlich dazu, dass er halt ein behinderter Map-Hacker ist, auch noch halt rumflamed wie nicht mehr ganz sauber, also Niveau-Limbo von Feinsten. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er eben, wie gesagt, ein Map-Hacker ist und habe mich dann dazu entschlossen, das nochmal zu casten und ein bisschen den Fokus drauf zu legen, ob man das jetzt hier im Replay auch so ein bisschen sieht. Das werden wir dann gleich sehen. Zusätzlich werde ich, ihr seht das hier schon, wieder mal übrigens meinen Replay-Ordner wieder fast leer. Das liegt nicht daran, dass ich so wenig Replays habe. Ich habe halt hunderte, aber ja, es kam mal wieder irgendein bescheuerter Patch dazwischen, sodass die nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung, was da wieder geändert wurde. Wahrscheinlich wieder nur irgendein Scheiß, den keiner merkt. Also am Balancing wurde nichts gemacht. War wieder irgendwas. Ja, hier, ihr seht es schon am Namen des Replays, Etappenspam. Dieser Typ hier, der ging mir sowas von auf den Senkel. Also ich habe gegen den gespielt und ja, das ist halt, seine Taktik scheint so irgendwie halt ausschließlich Osttruppen-Spam zu sein. Und das Traurige ist, wenn man da nicht mit rechnet und so, das kann je nach Map und so auch echt ziemlich stark sein. Und ich habe tatsächlich auch gegen den Typen verloren, obwohl der halt, das ist wirklich kein besonders toller Spieler, aber war halt überrascht von seiner Taktik und das, weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist, das kann wirklich echt ins Auge gehen, wenn man dagegen spielt. Ja, und von daher habe ich mich da irgendwie dazu entschlossen. Ich bin dann nochmal auf ihn getroffen und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Der Typ, der zieht bestimmt schon wieder den gleichen Scheiß ab und habe mich dann dazu entschlossen, okay, ich spam einfach dagegen und zwar Etappentrupps. Und von daher ist das so ziemlich das lämste und behindertste Spiel, das ich seit langem hatte. Aber vielleicht ist das ja, ich denke mir, das ist eigentlich ganz lustig und vielleicht auch ganz interessant. Von daher werde ich das auch noch casten, weil demnächst auch noch hochladen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal uns unseren Map-hackenden Freund an. Doktrinmäßig, was hat er drin? Ja, mechanisierter Sturm und Elite. Ich glaube, er hat den mechanisierten Sturm genommen. Ich habe halt so die Klassiker drin: Calliope, Tank Dog und ja, die Pershing-Geschichte. Hier hätte ich gerne auch noch das dritte Item mit dem 10% schneller Wett. Habe ich leider nicht. Aber egal. Ja, ihr seht es hier in der Mitte: Synchronisationsfehler. Das ist halt leider so. Wenn ein Patch rauskam und ich das Replay erst bearbeiten musste, damit das überhaupt funktioniert. Ich wollte jetzt hier eigentlich umswitchen auf den Charles Darwin. Funktioniert halt wieder nicht. Tollerweise. Warum eigentlich nicht? Ich hasse das. Manchmal funktioniert das und manchmal halt aber auch nicht. Jetzt funktioniert es. Sehr schön. Was macht der Kerl? Ja, ganz normaler Start erstmal. Weil eigentlich kann ich den Kriegsnebel trotzdem ausmachen, weil sein Map-Hack sieht man da eh nicht. Ansonsten wäre es ein bisschen zu offensichtlich, vermutlich. Ja, gut. Wollen wir mal sehen. Was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass ich in die Mitte gepusht habe mit vier Rifles oder so und der seine MGs halt immer perfekt positioniert hatte. Da dachte ich mir erst, okay, Respekt, gut gemacht. Aber im Nachhinein sieht das natürlich anders aus. Er wusste halt einfach, woher ich komme. Deswegen wollen wir gleich mal sehen, wo er jetzt seine MGs hinparkt.
Ich schicke ja ganz immer auf der Map auch meinen Rifle hier dann gleich da hoch, weil da meistens nichts kommt, außer halt hier so ein Pionier. Und da weiß ich auch noch, dass er dann direkt hier irgendwo sein MG positioniert hat, wo man halt einfach nie sein MG hinstellt. Aber lassen wir uns überraschen, so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr alles. Ja. Das ist jetzt das Ding. Jetzt zieht er sein MG nach oben. Er sieht aber doch mein Rifle noch gar nicht. Also das kann er doch gar nicht wissen, dass da mein Rifle ist. Ja? Sieht man ja jetzt hier auch an der Map. Woher weiß der Idiot jetzt, dass da mein Rifle steht? Das ist im Prinzip schon. Ja, damit ist es im Prinzip ja eigentlich schon bewiesen. Klar, die Map hier, die blinkt natürlich so ein bisschen. Also. Er weiß, also man kann sich schon denken, dass hier irgendwo was von mir ist. Nur man würde doch trotzdem jetzt nicht sein MG da hochziehen. Und es könnte doch auch sein, oder es ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass hier ein Rifle von mir reinkommt und ihm sein MG flankiert. Also das würde man doch nicht machen normalerweise, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn man natürlich weiß, was auf der Map so unterwegs ist, dann kann man das natürlich entspannt machen. Ich meine, klar, jetzt kommt halt hier auch mein Rifle, aber er nimmt jetzt auch noch, das macht er ja dann doch ganz gut hier auch noch sein Grenadier mit. Aber trotzdem. Also ich meine, habt ihr schon jemals ein MG an der Stelle stehen sehen? Ich nicht. Das macht man halt nur, wenn man weiß, wo die feindlichen Einheiten sind, finde ich. Bringt jetzt auch gleich noch ein zweites MG. Klar, ich meine, MG-Play ist natürlich stark, wenn man vorher weiß, wo die Einheiten herkommen. Würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Und ja, das ist natürlich halt auch einfach echt ein Vorteil. Normalerweise, also der normale Spielverlauf wäre jetzt gewesen, ich vertreibe ihn mit meinem Rifle hier den Pionier, cap ihm seinen Fuel an, dann muss er eine Einheit abstellen, die er dann da hochschickt und so, um das zurückzucappen, um meinen Rifle zu vertreiben und so. Das muss er jetzt halt alles nicht machen, weil er halt, wie gesagt, weil er halt ein Map-Hacker ist und wusste, was da passiert. Ja, diese Geschichte hier. Ich werde das natürlich nicht gewinnen mit dem Rifle hier, aber es sorgt halt immerhin dafür, dass er seinen Rifle hier, dass sein MG hier umbauen muss, so dass ich hier zur Flanke ansetzen kann in der Mitte. Aber wie gesagt, jetzt hat er halt zwei MGs, eins nach oben, eins in die Mitte. Das ist natürlich, da komme ich jetzt natürlich nicht durch. Ja, vier Rifles. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann Nades ausgeben, einfach wenn der halt zwei MGs hat. Halt Nades nicht schlecht, auch generell auf der Map mit den vielen Häusern und so. Das kann man machen. Hier der Rifle im Haus, nicht weil das Haus so toll ist, sondern einfach damit ich ein bisschen Sicht habe und halt merke, wenn hier irgendwas kommt und was mit dem MG hier abgeht. Ja. Schaut so tech-mäßig aus. Ja, jetzt taggt er auch. Dann vermutlich dann halt T2 bringen, so wie es Wehrmacht halt immer macht. Ja, aber ich meine, das ist natürlich. Es ist schon schwer genug, zwei MGs zu flankieren, die einigermaßen gut gemicrot werden. So natürlich fast unmöglich, wenn der Gegner halt einen Map-Hack anhat und sieht, woher die Einheiten kommen. Nichtsdestotrotz werde ich es aber halt versuchen. Nades sind jetzt da, das heißt, jetzt wird vermutlich der Angriff kommen. Irgendwo habe ich jetzt eine Einheit verloren. Ich glaube, hier mein Etappentrupp. So, aber jetzt kommt die Flanke. Hier steht ein Rifle, hier kommt ein Rifle, wirft eine Nade. Die anderen zwei Rifles kommen hier, um auch hier lustig Nades zu werfen. Hat auch funktioniert. Ein MG musste zurück und das andere muss jetzt im Prinzip dann auch weg. Das heißt, da sieht man wieder, warum Flankieren gut ist.
Das war jetzt, glaube ich, ein Missdeck. Ich wollte den einen Rifle zurückziehen wegen dieser Gewehrgranate, den habe dann aus Versehen beide retreated. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm, weil eigentlich habe ich ihn ja von der Karte geworfen. Ich kann jetzt davon leider nicht profitieren, weil ich aus Versehen alle meine Rifle retreated habe. Das ist natürlich scheiße jetzt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, warum flankieren gut ist, genau. Also, trotz Map-Hack und Doppel-MG konnte ich ihn halt trotzdem zum Full-Retreat halt zwingen, weil. Also, wäre ich jetzt mit dem großen Blob, wie das ja wirklich sehr, sehr viele machen, das ist ja in COA2 wirklich sehr, sehr verbreitet, wäre ich jetzt einfach hier mit dem großen Blob da reingelaufen, hätte das vermutlich bei einem MG trotzdem geklappt, beim zweiten aber nicht. Also da wäre ich dann definitiv gepinnt gewesen, hätte mich zurückziehen müssen, hätte halt gar nichts gewonnen gehabt. Aber halt ein Rifle hier, einer hier, zwei da, dann klappt das. Trotz Map-Hack, wie man sieht. Hat mir jetzt wie gesagt nichts gebracht, weil ich aus Versehen beide Rifles retreated habe, wo das gar nicht nötig war. Jetzt sollte ich auch definitiv dann Heal bringen. Das finde ich auch ein bisschen eigentlich schlecht von mir. Ich habe jetzt den Captain gebracht. Ich hätte aber eigentlich vorher das Heal bringen müssen oder sollen, weil ja, ich habe ihn ja von der Map geworfen. Der muss refreshen und so weiter. So schnell kommt das AC jetzt auch wieder nicht. Und selbst wenn, so viel Schaden macht das jetzt auch wieder nicht. Also das hätte ich jetzt schon überlebt, also vor allem auch mit den Häusern, dann setzt man den Rifle halt ins Haus, da macht das AC jetzt so viel Schaden auch nicht. Und ja, ihr seht ja, die Gesundheit meiner Einheiten ist halt katastrophal, da kann ich im Prinzip jetzt eigentlich schon nicht mehr so viel mit anfangen. Also hier wäre jetzt definitiv wichtiger gewesen. Hier hat er die Nate ganz nett gedodged. Ja, nichtsdestotrotz, die Nades haben ja auch noch den schönen Nebeneffekt, dass die relativ viel Schaden gegen Häuser machen. Das heißt, in das Haus braucht er jetzt sich nicht mehr reinsetzen, vor allem auch keine MG, das ist im Prinzip purer Selbstmord. Von daher ging die Nade jetzt daneben oder hat nichts gekillt, aber hat halt dafür gesorgt, dass das Haus jetzt sinnlos ist. Und ja. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache. Also, ich flankiere halt hier munter rum, aber wenn man halt vorher weiß, woher die Flanke kommt, das ist halt nicht so einfach. Trotzdem macht er das, finde ich, jetzt gar nicht mal so gut. Also, ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Map-Hack hätte und wüsste, woher die Flanke kommt, würde ich wahrscheinlich kein Spiel mehr verlieren. Also, die Gefahren, dass das jetzt arrogant klingt, aber ich meine, das ist doch im Prinzip das Wichtigste überhaupt, wenn du weißt, woher der Angriff kommt, das ist doch total einfach dann. Also, weiß auch nicht, vielleicht stelle ich mir das nicht so einfach vor, aber denke ich mir irgendwie, wüsste jetzt nicht, wie man jetzt hier noch gegen eine Flanke verlieren sollte, wenn man zwei MGs hat und weiß, woher die Rivals kommen. Und daher, so toll macht er das gar nicht, finde ich. Jetzt bringt er noch einen Mörser. Okay, ja, kann man machen, vor allem auf der Map, warum nicht? Ja, jetzt ist mein Steward da. Ja, ich finde immer noch, und zusätzlich baue ich noch ein Infanteriegeschütz, klar, gegen die zwei MGs und so weiter, ist ja klar. Nur hier wäre wichtiger, finde ich. Aber was mit den Flanken klappt, ja, das ist halt, klappt nur deswegen nicht so gut, weil ich immer retreaten muss, weil meine Einheiten so wenig Gesundheit haben. Also, Heal wäre definitiv wichtiger, finde ich. Und ja, auf den Steward muss man ja auch ein bisschen aufpassen, kann ja auch geforstet werden und so. Von daher wäre jetzt hier schon echt mal gut. Das wusste ich gar nicht mehr, das war total bescheuert von mir. Ja, aber auch wenn die Flanken jetzt aus den genannten Gründen halt nicht so optimal klappen, auf jeden Fall auf der Map ausbreiten kann er sich auch nicht. Und daher eigentlich doch noch schon alles okay so. Meiner Seite, aber ihr seht's, der Rifle hier ist halt völlig für den Arsch im Prinzip.
Dann bleibt das hier, mein Freund. Ich hoffe, dass es jetzt als nächstes wenigstens dann kommt. Na, Infanteriegeschütz räumt ordentlich auf. Mit dem MG wollte ich hier wahrscheinlich noch unbedingt den Decap schaffen, aber das läuft nicht. Ja, jetzt hier mit diesem Lone Rifle, das ist halt auch nur so mittel. Ich habe mich auch schon für eine Doktrin entschieden, finde ich irgendwie auch falsch. Falsche Wahl von mir. Die Pershing-Doktrin, schwere Kavallerie heißt, glaube ich. Hätte ich irgendwie cooler gefunden, wo ich das jetzt so sehe. Kann man noch hier so diesen Smoke setzen. Werden die MGs dann halt komplett sinnlos. Ja, hier muss retreated werden, aber ich konnte eben den Fuel decappen. Ist auch ganz nett. Jetzt habe ich beide Fuels. Das ist halt echt ganz cool. Jetzt kommt endlich das Heal bei Minute 11. Das ist halt definitiv zu spät. Fuel-mäßig sieht es aber sehr, sehr gut aus. Das heißt, ich kann dann auch relativ zügig wahrscheinlich sogar den Major bringen. Na, in dem Haus brauche ich nicht lange sitzen, wenn hier ein Flamer kommt. Ja, dass ich glaube ich von seinem Pionier, den ich gefuckt habe, hat er sich den gemobst. Kommt hier wieder mein Steward. Ja, sollte ich jetzt dann langsam eher auf den Flanken einsetzen, denn ja, in der Mitte sind halt die Grenz und jetzt auch die Pack. Das heißt, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Jetzt sind wir darauf verlegen, den wirklich dann auf den Flanken einzusetzen, wie es ja generell eigentlich auch sinnvoller ist. Jetzt ist endlich das Heal da. Das wird mir jetzt sehr, sehr viel weiterhelfen, denke ich. Auch bei der Flankiererei. Ja, er bringt jetzt hier einen Half-Track, das kann man auch machen, zum Refreshen an der Front. Durchaus nicht dumm. Warum ich hier jetzt wieder reinlaufe, alleine mit dem Rifle, keine Ahnung. Die Nate war ganz nett geworfen, so ein bisschen in den Retreat-Weg, aber das mache ich in dem Spiel auch wirklich nicht optimal. Also, das hätte ich machen sollen, wenn die Einheiten auch dabei sind. Also, man sollte halt nie einzeln angreifen, sondern immer mit allen seinen Einheiten. Das ist wirklich auch nicht so toll gemacht von mir, muss ich sagen. Jetzt immerhin mit zwei Einheiten. Aber wenn man natürlich vorher weiß, woher die Flanke kommt, kann man das MG natürlich gleich richtig ausrichten. Ist ja klar. Ja, aber was ich schon sagen muss, also so offensichtlich ist das jetzt nicht mit dem Map-Hack. Also die Aktion hier gleich am Anfang des Spiels, ja, finde ich relativ offensichtlich. Also hier, man stellt niemals hier seine MG hin, außer man weiß, dass es okay ist. Aber ansonsten sieht man das gar nicht so. Halt auch einfach, weil er hat halt einfach immer seine MGs hier in der Mitte stehen. Die sind natürlich dann auch immer dementsprechend ausgerichtet, da fällt das gar nicht so auf. Nichtsdestotrotz ist es halt aber trotzdem ein extremer Vorteil, wenn das so ist. Ich bringe jetzt auch einen Pack. Weiß gar nicht so recht, warum eigentlich. Ja, das ist halt, wenn man keinen Map-Pack anhat, dann weiß man halt nicht, was kommt und trifft halt dann auch mal eine falsche Entscheidung. Das hier ist auch ziemlich behindert. Ich wollte meinen Steward hier in die Richtung hier zurückziehen, weil der kann hier nicht durchfahren. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass das geht. Ihr seht, jetzt fahre ich hier immer wie ein Vollidiot die ganze Zeit vor und zurück. Reg mich massiv drüber auf, dass ich hier jetzt nicht rauskomme. Nach vorne kann ich auch nicht raus, weil da halt ein Pack steht und so. Sowas Behindertes. Ja, total bescheuert. Ein Gren ist auch noch da, ja. Und jetzt hat mich die Pack erwischt. Natürlich behindert. Das war jetzt nicht, weil ich so dumm war, in die Pack reinzufahren, sondern ich wollte halt hier raus und das geht irgendwie nicht. Heißt nicht. War mir hundertprozentig sicher, dass das geht. Also, ich bin mir auch jetzt noch hundertprozentig sicher eigentlich, dass ich das schon gemacht habe, hier rückwärts rauszufahren. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht ist das auch anders auf Semoski Winter. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja,
So optimal nutzt er das, finde ich auch gar nicht aus, dass er im Prinzip ein Map-Hack hat. Also die MGs hätten sich ja auch schon ein bisschen früher aufbauen können. Oder halt, ich sag mal, wenn ich ein Map-Hack habe, könnte ich ja auch das MG ein bisschen offensiver einsetzen. Also könnte die ja ein bisschen, so wie er es halt am Anfang auch gemacht hat, ein bisschen offensiver auf der Karte bewegen. Das macht er nicht, weil er halt einfach zusätzlich noch ein schlechter Spieler ist, anscheinend. Oder beziehungsweise vielleicht will er sich auch einfach nicht verraten, dass er halt zu offensichtlich seine MGs einsetzt. Ich weiß es nicht. Aber ja, jetzt hier die Taktik, die er fährt. Ja, mechanisierter Sturm, Stuck's dann spammen, bis der Tiger da ist. Das ist ja tatsächlich eine Uralt-Taktik, die aber tatsächlich immer noch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich ziehe jetzt hier meine Pack nach oben zusammen mit meinem Captain. Und der natürlich fehlartigerweise hier beide Schüsse vorbeischießt. Okay, wo ist das? Aber er steht hier in dem Pack, Rifle und so. Das heißt, das Stuck wird mich jetzt erstmal nicht so nerven. Mein Infanteriegeschütz räumt aber ganz, ganz ordentlich auf, wie ich finde. 11 Kills bisher. Das ist ganz ordentlich eigentlich. Im Gegensatz zu seinem Mörser. Den habe ich ja, glaube ich, schon mal decrewt. Ja, jetzt hier noch ein Stuck am Start. Ich glaube, hier passiert jetzt was episch Behindertes, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich kriege hier jetzt einen völlig behinderten Fuck. Ja, also ich meine, ey, ohne Scheiß, das regt mich immer noch auf, obwohl das Spiel jetzt schon ewig her ist. Aber eher One-Shot, Web-2-Rifle mit vollem Leben in grüner Deckung, One-Shot durch das Stuck. Also, brauche ich glaube ich nichts mehr, nie mehr viel zu sagen. Also, lächerlich, lächerlich. Ja, jetzt kann er natürlich die Stucks gemütlich in die Mitte führen, wenn man halt weiß, dass die Pack da oben steht. Macht aber nichts. Ich ziehe sie jetzt halt einfach in die Mitte und dann passt das auch. Hier sieht man übrigens, dass auch das Infanteriegeschütz auch Schaden gegen das Stuck macht. Ja, jetzt hier muss der Captain weg, bevor hier Schlimmeres passiert. Ja, eigentlich hatte ich ja bisher außer den Etappentrupp echt nichts verloren. Das heißt, das Spiel lief eigentlich trotzdem optimal für mich. Abgesehen halt natürlich von diesem episch behinderten One-Shot Full-Unit-Kill durch das Stuck. Das heißt, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich noch einen Web-2-Rifle mehr auf dem Feld. Da würde es noch besser aussehen. Von daher. Trotz Map-Hack und so kein großes Problem so eigentlich. Ich denke deswegen auch, dass jetzt dann in Kürze auch das passiert, warum ich das Spiel ursprünglich eigentlich gecastet hatte. Weil der Typ halt zusätzlich dazu halt auch noch extrem behindert rumflamed. Es sollte jetzt dann bald soweit sein, denke ich. Es sind hier zwei Stucks da, Artillerie auf meine Pack. Aber Freund Sherman ist da, um die Situation zu retten. Kann jetzt hier nicht ganz so offensiv vorfahren, weil er halt noch die Pack steht. Aber der Rifle arbeitet ja schon dran, die rauszunehmen. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich mit meinem Sherman vorfahren. Ja, das passiert jetzt auch. Ich weiß, jetzt soll es dann langsam eng werden für die Stucks. Auch. Hat jetzt drei mittlerweile. Ja, und los geht die wilde Fahrt. Zusätzlich konnte ich ihm jetzt auch noch seine Pack klauen. Ja, ein Stuck ist draußen. Jetzt sollte ich halt auf das Stuck hier schießen. Ich glaube aber, dass ich halt irgendwie behinderterweise jetzt auf das andere Stuck geschossen habe. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich mir dachte, das andere kriege ich eh noch raus, weiß es nicht, oder es war einfach ein Missklick, keine Ahnung. Also eigentlich hätte ich jetzt hier beide Stucks halt töten können. Ich mach's aber nicht. Schaff's, glaube ich, nicht. Ich könnte jetzt ja auch einfach mit meinem Sherman nachfahren, da ist ja auch nichts. Aber da ich halt nun mal keinen Map-Hack habe, fahre ich jetzt halt hier nicht nach, einfach nur, weil
ich halt nicht weiß, was hier steht. Also hier könnte ja auch noch eine Pack sein. Und Panzergrenne, was weiß ich nicht alles. Das heißt, wäre jetzt in dem Fall natürlich super gewesen, wenn ich nachgefahren wäre. Ich hätte einfach alles töten können, was hier steht. Aber wie gesagt, ohne Map-Hack weiß man das halt nicht. Denn sobald halt hier, wenn jetzt hier eine Pack steht, fängt der Sherman schon allein mal 1 bis 2 Schüsse, bis ich mit dem Sherman hier oben bin. Und dann ist der halt ruckzuck down. Schon allein durch das Stuck oder aber hier durch den Panzergrenn oder auch durch einen normalen Grenadier. Das heißt, finde ich zumindest durchaus nachvollziehbar, dass ich nicht nachgefahren bin. Wäre aber jetzt, wenn man es weiß, wäre es natürlich sinnvoll gewesen, klar. Aber ich muss ja jetzt auch nichts riskieren, es ist ja alles in Ordnung. Ich konnte ihm jetzt die Pack hier klauen. Das heißt, ich bin Anti-Tech-mäßig auch super aufgestellt, habe einen Sherman, 3 Rifles, eigentlich hätte ich 4, wenn dieser völlig behinderte Fuck da nicht passiert wäre. Alle Rifles auf Wett, also im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Hier kommt der Aufklärungsflug, den hätte ich mal früher machen sollen, hätte ich gesehen, dass ich hier nachfahren kann. Wahrscheinlich hatte ich die Munition zu dem Zeitpunkt nicht oder es einfach nicht gemacht, keine Ahnung. Ja, jetzt brauche ich im Prinzip nur warten, bis es im Prinzip vorbei ist. Denn er hat jetzt seine Pack verloren, er hat jetzt nur noch Stucks. Und wohingegen ich halt jetzt den zweiten Sherman schon im Bau habe. Also im Großen und Ganzen sollte da nichts mehr passieren. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal vorspulen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt zu flamen. Das hat auch noch episch behindert. Ja. Ich halt hier noch auf den Flanken aufräumen, da ich halt, ich glaube, den hier habe ich gar nicht gesehen, den Gren hier. Den muss ich jetzt ja wieder zurück. Wahrscheinlich hier müsste man jetzt meine Pack darüber. Genau, das passiert jetzt auch. Ah, Panzergrem plus 2 Stucks, das reicht halt tatsächlich auch, um den Sherman aufzuhalten. Oh, hier könnte es jetzt nochmal einen Full-Unit-Kill geben. Vor allen Dingen, wenn das Stuck wettert, hat das ja hier diesen Schwachpunkt-Anvisieren-Schuss, den man ja auch von der Pack kennt. Da muss man tatsächlich dann echt aufpassen auf seinen Sherman. Ah, vor allem die Panzergrenzen und so. Aber Panzergrenzen sind jetzt dann draußen, das heißt, ich kann jetzt hier vorfahren, hier habe ich jetzt irgendwie... Ah, hier geht's los. ja, das ist halt auch echt so ein Ding, warum ich das ursprünglich eigentlich gecastet hatte. Stirb an Krebs und so, ich weiß nicht, also wie behindert ist das denn? Also, keine Ahnung. Flaming gehört halt echt dazu, zu COH, das mache ich auch und so. Das ist halt auch lustig, you get a report und so. Er ist selber als Map-Hacker gebannt worden, will mich reporten, flamed wie ein Vollidiot. Aber was ist das eigentlich für ein armes Würstchen? Erstens Map-Hack, zweitens ihr irgendwie, wie behindert muss man eigentlich sein, dass man anderen Leuten Krebs wünscht? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich reg mich auch über Leute auf und flame dann rum, beschimpft die, wenn die blobben und so. Aber ich meine, so ein gewisses Niveau kann man dabei halt dann trotzdem irgendwie sich noch bewahren, finde ich. Also, keine Ahnung. Wenn man so ein bisschen, wenn man nicht ganz behindert ist und eine gewisse Kinderstube genossen hat, dann gibt es halt einfach so grundsätzlich mal Sachen, die man nur halt eigentlich nie sagt. Also, ich meine, ja, I report you of being noob. Glücklicherweise hat jemand anders ihn anscheinend reportet wegen Map-Hack. Zusätzlich hat Relic jetzt anscheinend ja auch so ein Tool, wo die erkennen können, dass jemand ein externes Programm laufen hat. Von daher, ja, grow some balls, Motherfucker, das musst du ja gerade sagen, Vollidiot. Ja. Schissener Idiot, ey, echt. Ja, also, selbstverständlich sind Leute, die meinen Kanal abonniert haben, selbstverständlich keine Map-Hacker. Map-Hacker, solltet ihr doch einer sein oder
darüber nachdenken, euch das anzuschaffen. Das könnt ihr euch sparen. Wie gesagt, Relic hat mittlerweile anscheinend, wie ich gehört habe, das irgendwie technisch gelöst, dass sie eben merken, wenn man zusätzlich ein externes Programm laufen hat. Das heißt, keine guten Zeiten für Map-Hacker, glücklicherweise. Wie ich es ja auch in dem Cast schon angesprochen hatte, in dem Cast, in den COH News, you get totally banned. Nein, du, mein Freund. Wie ich es ja in den COH News schon angesprochen hatte, mittlerweile, da wurden, glaube ich, so irgendwas zwischen 80 und 100 Leuten wurden halt gebannt, wegen Map-Hack unter anderem. Das heißt, das Problem scheint einigermaßen dann doch scheint Relic dann im Griff zu haben, so einigermaßen. In COH1 war das ja eine absolute Katastrophe. Da hat er irgendwie gefühlt jeder zweite Typ einen Map-Hack laufen. Und auch völlig offensichtlich haben die Leute das gemacht, weil es halt völlig egal war, weil da eh keiner gebannt wurde mehr irgendwann. Also irgendwann hat Relic ja dann den Support für COH1 so mehr oder weniger komplett eingestellt. Da konnte man reporten und machen, was man wollte. Das war völlig egal. Da ist dann nichts mehr passiert und es gab ja auch keine Patches mehr und da war das wirklich fast bis zur Unspielbarkeit scheiße. Das ist zum Glück in COH2 nicht so. Also ich sehe das relativ selten und auch bei dem Typen hier. Ich dachte eigentlich, dass das vielleicht unter Umständen offensichtlicher ist. Aber bis auf die Szene jetzt hier im Early Game ist mir da jetzt gar nichts groß aufgefallen, muss ich sagen, so Richtung Map Hack. Von daher, ihr seht es ja selber, das ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu sehen. Von daher sehr gut, dass Relic da das irgendwie technisch gelöst hat, dass das auf anderem Wege auffällt, wenn Leute das machen. Von daher freut mich das. Der Typ, ja, kann man nicht anders sagen. Gut, dass er gebannt wurde. Der ist echt ein massives Kleinkind, wie der sich aufführt. Also, was für ein Idiot muss man eigentlich sein, halt anderen Leuten. Also, ich will jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich meine, jeder, der irgendwie mal Leute kannte, kennt oder es sogar selbst hatte, keine Ahnung. Jeder, der mal irgendwie jemand kennt oder mal irgendwie mitgekriegt hat, wenn jemand irgendwie Krebs hat, das ist jetzt nicht unbedingt was, worüber man großartig Witze machen sollte. Und also, selbst wenn der Typ, man hört ja dann oft so, ja, keine Ahnung, reg dich nicht auf, der Typ ist wahrscheinlich 12 oder so. Ja, aber scheiß drauf, auch mit 12 macht man sowas nicht. Das ist einfach hochgradig behindert und das sollte man sich sparen aus meiner Sicht. Und ja, das passte natürlich dann perfekt ins Bild, dass der Typ halt auch noch dann wegen Map-Hacking gebannt wurde. Also von vorne bis hinten ein riesiger Vollidiot und mehr gibt es zu dem Typen, denke ich, auch eigentlich nicht zu sagen. Das Spiel an sich, ja, ich hab jetzt nicht übermäßig gut gespielt. Also meine Flanken waren jetzt, die haben zwar größtenteils funktioniert, aber ich habe das nicht so gut gemacht. Also ich habe immer nur mit ein, zwei, maximal drei Einheiten angegriffen, obwohl ich halt viel mehr auf dem Feld hatte. Also optimalerweise nimmt man alle seine Einheiten mit zum Flankieren, zum Angreifen. Das war jetzt nicht super toll gespielt von mir. Für den Typen hat es gereicht, trotz Map-Hack, von daher okay. Der war ja auch relativ hoch gerankt, also glaube ich so zwischen Platz 100 und 200 war der. Aber wie ihr ja gesehen habt, nicht weil er so ein super Micro oder so viel Skill hatte, sondern das lag vermutlich tatsächlich am Map-Hack. Einfach weil, ja, das ist vielleicht jetzt auch nicht die optimale Map dafür. Er ist ja trotzdem relativ beschränkt dann so auf die Mitte und es gibt definitiv, denke ich, Maps, wo das noch mehr ins Gewicht fällt. Und naja, hat er trotzdem gereicht für ihn. Von daher, wollen wir über den Menschen auch nicht mehr Worte verlieren. Bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal.